einen wolkenverhangenen Himmel sehen wir hier auf unserer Wettercam in Wagram, aber wir sehen auch, der blaue Himmel blitzt immer mehr durch und das wird im Laufe des Tages dann immer mehr so sein. Schauen wir uns die Großwetterlage in Europa an. Wir beginnen auf der Iberischen Halbinsel, weil es dort am schönsten ist, bei 35 Grad in Madrid, 28 Grad sind in Lissabon möglich und je weiter wir in Richtung Mitteleuropa schauen, desto frischer wird es. 25 Grad sind in Paris möglich, nur 22 Grad in London. Wie schaut es heute in Österreich aus? Ja, wieder sehen wir ein etwas durchwachsenes Bild. Sonne und Wolken wechseln einander ab. Allerdings schon eine etwas mildere Version als gestern, eine etwas heißere Version. 32 Grad sind zum Beispiel heute in Lienz wieder möglich. 27 Grad sind in Innsbruck, 20 Grad von Salzburg bis nach Zwettl. Die nächsten 24 Stunden im Detail im Westen sind immer wieder mit Regenschauern zu rechnen, vor allem ab dem Nachmittag. Aber durch die Nacht geht es trocken und wir starten auch mit Sonne in den morgigen Tag. Wie schaut das im Osten aus? Hier bleibt es heute trocken und auch die Nacht wird hier sternenklar. Den morgigen Tag starten wir mit bis zu 18 Grad. Wie geht es in den kommenden 7 Tagen weiter im Westen? Ja, bis zum Donnerstag bleibt es trocken und wieder annähernd sommerlich, aber der Freitag fällt ins Wasser und so auch das ganze Wochenende. Im Osten sieht das ähnlich aus. Hier wird es sehr warm in den nächsten Tagen, aber auch hier muss man dann am Wochenende, vor allem am Sonntag, mit Regenschauern rechnen.